10 Fakten zu Hollywood. Hollywood Horrorland. 10 Fakten eben. In Hollywood gab es schon sehr viele Todesfälle. Es gab Todesfälle, also wobei Stuntmans bei den Drehs gestorben sind, so ist das gemeint. Es gab Todesfälle bei Vampire in Brooklyn, Hangover 2, Top Gun, Triple X, The Expendables 2. Ein sehr schlimmer Fall war bei Twilight Zone, der Serie, würde ich sagen, von 1983. Da gab es einen Hubschrauberabsturz. 3 Schauspieler sind gestorben. 2 davon wurden geköpft. Darunter war ein 7-jähriges Kind. Und die Kinder waren auch noch illegal beschäftigt. Joy S.I. Harris, Stuntfrau, ist am Set von Deadpool 2 gestorben, als sie mit einem Motorrad gegen die Wand geknallt ist. Harry O'Connor ist am Set von Triple X gestorben, als er beim Sprung gegen die Säule einer Brücke gestürzt ist. Man hat die Szene drinnen gelassen, aber den Todesabschnitt rausgeschnitten aufgrund des Respektes dem Stuntman gegenüber und für seine Arbeit. Das war übrigens die Szene, als Vin Diesel im Film, also das Auto stürzt von einer Brücke und er springt aus dem Auto raus mit einem Fallschirm. Und dabei ist der Stuntman gestorben. 1983 gab es diesen Film The Right Stuff. Man hatte einen realen Unfall nachfilmen wollen von einem Militärpiloten. Der Stuntman Joseph Leonard Seuss oder Swag oder ist gestorben, weil man wusste nicht so ganz, wie man die Szene drehen sollte. Man hat dann einfach den Helm unter Qualm gesetzt, sodass der Stuntman in Richtung Boden fiel. Das Blöde dabei war, dass der Stuntman durch den Qualm vergiftet wurde, er nichts mehr tun konnte und also zu Boden fiel. Ungebremst. 1978 starb in Downtown Lexington der Stuntman AJ Bakura, als er von einem Hochhaus sprang, auf einem Luftkissen. Er landete zwar auf einem Luftkissen, aber irgendwas ging schief und seine Lungen waren zerstört, kaputt und er ist eine kurze Zeit daran gestorben. Ach, dann gab es noch Paco, die tödliche Kampfmaschine, wobei der Schauspieler Claudio Cassinelli gestorben ist, weil er von einem Rotorblatt eines Hubschraubers geköpft wurde. Wie wir sehen, ist der Beruf des Stuntmans, Schauspielers, wie auch immer, gefährlich, wenn es um Stunt geht im Film. Fast and Furious gab es auch noch einen Todesfall. Man hat auch Möglichkeiten gefunden, Geld zu sparen. Das heißt, es gibt Schauspieler, die kein Geld bekommen haben. Für ihre Rolle zum Beispiel der Schauspieler, der unter der Maske des Darth Vaders stand, hat nie Geld gesehen für seine Rolle. Weil Filmstudios erfinden Firmen, die eine Menge Geld bekommen für erfundene Leistungen, die sie nicht gebracht haben. Dadurch müssen die Studios die Gewinne nicht mit den Schauspielern teilen und wir bekommen einfach nichts ab. Donnie Darko. Schon wieder Donnie Darko. Ja, genau. Der Regisseur wusste nämlich nicht, wer den Film drehen soll. Er hat mich sehr, sehr lange, er hat das Drehbuch geschrieben, wollte es gar nicht selber verfilmen. Es fand sich kein Regisseur, der das Drehbuch verfilmen wollte. Das ging sogar so weit, dass der Regisseur Richard Kelly sogar bei Francis Ford Coppola vorsprach und er gesagt hat, tut mir leid, Junge, schönes Drehbuch, aber du wirst niemanden finden. Ist übrigens die gleiche Geschichte wie bei Der Maschinist. Wollte auch kein großes Studio den Film drehen und der Regisseur hat es dann selber gemacht mit Christian Bale. Schauspieler retten den Tag. Was auch typisch ist für Hollywood ist, dass große Schauspielernamen, Bruce Willis, Brad Pitt, Leonardo DiCaprio, den Film und den Tag retten. Es kommt nicht immer wieder vor, wenn ein Film sehr problematisch ist, schwer zu verstehen, confused, die Produzenten sich so lange immer querlegen und den Film nicht produzieren, bis plötzlich ein großer Name fällt und dann sagen wir, oh, wir können den Film machen, super, geil. Wenn der Schauspieler dabei ist, dann ist zum Beispiel bei 12 Monkeys so, als Bruce Willis zugesagt hat, bekam der Film grünes Licht. Texas Chainsaw Massacre. Damit der Film noch authentischer wirkte, haben die Filmemacher darauf bestanden, dass Gunnar Hansen, der Typ ist kein Deutscher, der hat nur so einen Namen, also der den Leatherface gespielt hat, dass Gunnar Hansen abgesondert von den anderen Schauspielern sein Essen bekommt. Sie haben nicht zusammen gegessen. Und es gibt noch die Special Fact dazu, dass das Skelett, was man im Film sieht, als die Frau da geknebelt auf dem Stuhl sitzt und das Skelett neben ihr, ist echt.
Es gibt dann noch andere Filmproduktionen, wo es jedes Mal erzählt wird, dass das echte Skelett billiger ist als ein nachgemachtes. Das kam jetzt schon öfters. Hollywood, Horrorland Nummer 2. Die Fast-Toten. Naja. Jackie Chan. In dem Film Der rechte Arm der Götter stürzte aus knapp 5 Metern von einem Baum, landete hart und sein Schädel landet auf einem Felsen. Und es passiert auch, dass sich ein Knochen ins Gehirn drückte. Deswegen musste eine OP durchgeführt werden, aber er hat es überlebt. Hangover 2. Da ist ein Stuntman, den hat schon schlimmer erwischt. Der hatte einen schlimmen Unfall während des Drehst mit diesem Auto, als die Typen aus dem Fenster raushängen. Der hatte dann Hirntrauma, Sprachstörungen, gelähmt, also kann nicht mehr laufen. Das wird da wohl noch für eine längere Zeit so sein. Jamie Alexander bei dem Film Thor The Dark Kingdom sollte nicht wieder mit Absatzschuhen laufen, denn also sie war unterwegs mit Absatzschuhen und ist dabei gestolpert. Bei so einer bei Stufen oder Treppen oder so. Und hat sich 8 Wirbel angebrochen, kugelt sich ihre linke Schulter aus. Bandscheibenvorfall hatte sie auf. Zurück in die Zukunft 3. Michael J. Fox wurde dort aufgehangen. Blöderweise wurde er tatsächlich aufgehangen und die Szene, wo er so ein bisschen wirkt und ein bisschen schwitzt, die sind echt. Er hat für, glaube ich, für eine Sekunde sogar das Bewusstsein verloren oder eine Minute. Und Eiskalte Engel, als Ryan Felipe in diesen Pool steigt, hat jemand vergessen, den Pool anzuwärmen. Und der fror sich den Arsch ab. Er hat wahrscheinlich Hoden in Erbsengröße. Skurrile Star Wars Fakten. Ja, ich schwöre, ich habe die gesehen. Ich habe die wirklich gesehen. Fakt 1. Es gab mal die skurrile Idee, dass Jabba the Hutt und Prinzessin Leia, die war ja die Gefangene von ihm, dass die irgendwie Geschlechtsverkehr hatten und irgendeinen Nachwuchs gezeugt hätten. Ja, die Idee gab es wirklich. Und dann gab es eine Idee, die wäre zwar irgendwie doof gewesen für die ganzen Star Wars-Fans und die Jedi-Fans, aber vom Sound hätte es bestimmt geil geklungen. Die hatten mal die Idee, bei Rückkehr der Jedi-Ritter, nachdem Luke Skywalker den Darth Vader besiegt hat und so, obwohl er ja ein Jedi ist, ne, hatten die mal die Idee, dass er die Maske nimmt und dann sagt, like the father, like the son. Herr der Ringe, da gibt es ja Figuren, die größer sind und Figuren, die kleiner sind. Aber in Wirklichkeit ist das nicht digital gemacht worden, sondern man hat sich da der Methode der First Perspective bedient. Das heißt nämlich, dass Requisiten gebaut wurden mit unterschiedlichen Proportionen, also Stühle, die größer sind und Stühle, die kleiner sind. Wenn man die Kamera dann in einem bestimmten Winkel aufstellt, wirken die Stühle wieder gleich groß, aber die Schauspieler unterschiedlich. Wie bei dieser Geschichte mit der Kutsche, wo Frodo drinne sitzt und man den Eindruck hat, Frodo sitzt direkt neben seinem Schauspielerkollegen, der größer ist. Aber in Wirklichkeit sitzt er etwas weiter weg, aber durch die Perspektive wirkt es, als würde er direkt neben ihm sitzen. Und so wirkt er dann auch, als wäre er kleiner. Kommen wir zu James Cameron und seinem Terminator, seinen ersten Terminator-Film. Da gibt es nämlich die Spekulationen, dass James Cameron die Idee zum ersten Terminator vielleicht von der Twilight-Serie vielleicht übernommen hat. Nämlich gab es 1964 eine Folge mit dem Namen Soldier, wo ein Soldat aus der Zukunft auch in die Vergangenheit kommt, auch sehr gut bewaffnet ist. Und aufgrund dessen vermutet man, dass vielleicht die Inspiration für Terminator von dieser Twilight Zone Folge herrührt und die Antwort von James Cameron dazu war Kiss my ass. Ja, bei. Und es gab noch. Scheiße! Ich muss das ja auf diesen Zettel schreiben, ey. Ja.